Musik. Hallo allerseits, da sind wir wieder, denn es ist Zeit für die Pennytones mit Loretta und Bela. Und auch für Folge 2 hat Baumeister Bela, ich habe schon überlegt, ob ich dich von nun an Triple B nenne. Okay. Darf ich? Ja. Hat Triple B eine Menge Beats gebaut und die werden wir jetzt gleich hier gemeinsam klatschen. Genau, ich habe für heute mir mal die Pausen vorgenommen. Aber erstmal steigen wir nochmal kurz ein, wo wir aufgehört haben. Ganz simpel, ihr wisst noch, 4/4 Pennytones und wir klatschen das gleich mal zusammen zum Warmwerden. 1, 2, 3, 4. Also soweit, so einfach. Ihr wisst noch, wie es geht, aber in Folge 2, habe ich ja gesagt, geht es auch um die Pause. Und jetzt kommt nicht irgendeine Pause ins Spiel, sondern der Penny-Pause-farbene Pennytone übernimmt genau den Pausenton. Der. Und wie ihr seht, es ist gleich groß. Das heißt, eigentlich ist es die gleiche Länge, nur dass wir diesmal nicht klatschen, sondern eben pausieren. Einfacher geht es übrigens, wenn ihr im Kopf den Schlag mitzählt an der Stelle, weil dann schafft ihr es, den Takt gut zu halten. Ja, genau. Ich mach's mal kurz vor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Soweit. Alle einsteigen. Ja, wir steigen alle mal zusammen ein. Achtung. 1, 2, 3, 4. Super. Was hast du noch so im Angebot? Naja, wir können die Pause ja erstmal einfach woanders hinschieben. Ja. Zum Beispiel ans Ende des Taktes. Wir haben ja wieder 1, 2, 3, 4 und die 4 hören wir jetzt nicht. Wir machen es gleich zusammen. Achtung! 1, 2, 3, 4. Das wäre jetzt mal an einer anderen Stelle. Ja, das ist funky, aber jetzt finde ich, könnte vorne rum noch mehr passieren. Ich könnte mir vorstellen, was du magst. Deine Arte. Genau. Dann wird es ein bisschen wilder. Ja, wir nehmen mal wieder eine Viertelnote weg und packen zwei kleine Pennytones hin. Ah, da bahnt sich was schick. Ja, genau. Achtung, gleich zusammen. 1, 2, 3, 4. Super. Und jetzt kommt die Hütchenspielerin wieder. Hilfe. So, wieder. Ob ich die Pause noch entdecke. Na, kommst du mit bei dem Tempo? Okay, dann klatsch mir mal diesen Hütchen erspielten Beat, mal sehen, wie der klingt. Achtung. 1, 2, 3, 4. Soweit? Ganz sehr gut, ne? Ja. Ich habe sofort eine Idee, wir können es doch auch einfach mal so probieren. Oh ja, bitte. Dann fängt es mit der Pause an, da müssen wir aufpassen. Das heißt, ich zähle ein, aber wir fangen nicht gleich richtig an, so halb. Probieren es mal. Achtung. 1, 2, 3, 4. Das geht auch super. Rollt so angenehm durch. Ja. Aber trotzdem würde ich mir jetzt wünschen, dass da noch mehr abenteuerliche Achtel dabei sind. Okay. Kannst du haben. Ja. Ah, noch mehr Achtel. Und was passiert dafür? Vielleicht so? Ja. So? So? Mach mal so. Ja, so ist gut. Okay. Aber das ist dann schon ganz schön tricky. Letzter Beat für diese Folge, würde ich sagen, oder? Sind wir schon. Danach brauche ich eine Pause. Danach muss Bela durchatmen. Ja, genau. Okay. Gib dein Bestes.
Das tue ich. Achtung! 1, 2, 3, 4. Schwungvolles Ende für eine schwungvolle Folge 2. Ah ja, ist schon zu Ende. Ja, wir haben uns eben mal durch 6 Beats geklatscht und wir hoffen, ihr hattet eine Menge Spaß dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da. Oder abonniert den ganzen Kanal und wir sehen uns auf jeden Fall bei Folge 3. Jawohl. Bis bald bei Für mich ist das Musik.